Hallo, heute sind wir in der Lochmühle bei Heigeltingen im Griebsbachtal. Today we are in the Entertainment and Amusement Park auf Lochmühle. Nearby to Heigeltingen, and wie es halt so immer ist, kein Mensch, bevor die Kamera eingeschaltet ist. As usual, nobody here before the camera is rolling. Aber sobald ich loslege, kommen hier selbst aus den Büschen die Autos heraus. We are on the backyard of this amusement park. And today is Thursday, March 9. Und heute haben wir Donnerstag, den 9. März. Das heißt, die Mitarbeiter des Parks können das kommende Wochenende vorbereiten. That means on a Thursday there is not very much traffic here in this entertainment park. And soon we enter it. Wir laufen jetzt hier noch außen herum, weil man von hier oben noch etwas mehr sieht. Also hier ist eine Rennstrecke, wo man am Wochenende mit den Go-Karts fahren kann. Hier, this is the racing area, where you can drive with Go-Karts at the weekend and have fun. Also da oben ist die Zuschauertribüne für diese Rennveranstaltung. But today, as I told you, there's no traffic here and it's much more easier to see this location without a lot of people. Ein paar Leute sind schon da. Der Parkplatz war nicht ganz leer. The parking place was not totally empty. Und das hier ist ein Steinbruch. This is a little canyon for Wild West Stunts on the Hill. Da ist mitunter auch Action angesagt. Aber man soll dieses Gelände nicht betreten. You should not enter this area. No trespassing. But here we are now inside of this entertainment park. Hier sind wir nun drin und können dann ganz vorne auch viel besser die Tiere sehen. Here are a lot of animals, as you will discover quite soon. Das hier ist das Ende der Rennstrecke. Und hier beginnt der Bauernhof. This was the end of the racing area. And now we enter the farm with the animals. In a wild, wild west style. Vielleicht hören Sie es schon.
here is a wagon for the horses. Kann die Tiere hier füttern. Es gibt ein Geschäft, wo man das richtige Futter kaufen kann. You can feed the animals. And there's a shop right in front of us, where you can buy some animal food. And hier ist Nase. Saw a rabbit, but in former times there have been pigs, Mr. and Miss Piggy. Früher waren hier Schweine drin, wie man hier lesen kann. Mr. und Miss Piggy. Jetzt sind Hasen drin. Hier auf der rechten Seite kann man das Tierfutter kaufen. On the right side you can buy the animal food for these animals. The horse disappeared. Das Pferd ist scheu und hat sich gleich in Sicherheit gebracht. Also auch Fischfutter, there's also some food for the fishes. Und hier ist das Wasserrad. Hier ist a water mill. Und hier ist schon der Ausgang. This is the end of this entertainment park called the Lochmühle, the mill in the hole. Hier sind wir also schon am Ende der Lochmühle angelangt mit den letzten Vögeln. Und mit einem letzten Blick auf das Hotel. Hier in this building there's a hotel. Da kann man also auch übernachten. Und mit diesem letzten Blick gehen wir in Richtung Parkplatz. Dann wieder nach Hause.
Das Wetter war heute sehr gut. Es hat nämlich die ganze Nacht hindurch geregnet. There was a big rain in the night, but in the morning the sun came out. And it was a warm and beautiful weather. Es war dann relativ warm, trocken und sonnig. Und je mehr es in den Nachmittag hineinging, desto weniger Wolken hat es gegeben. And now later in the afternoon you can see nearly no clouds in the sky. Und damit verabschiede ich mich hier an dieser Stelle aus der Lochmühle. I say goodbye at the gate to this amusement and entertainment park. Hallo, heute sind wir in der Lochmühle bei Heigeltingen im Grebsbachtal. Today we are in the entertainment and amusement park auf Lochmühle. Nearby to Heigeltingen, and ja, wie es halt so immer ist, kein Mensch, bevor die Kamera eingeschaltet ist. As usual, nobody here before the camera is rolling. Aber sobald ich loslege, kommen hier selbst aus den Büschen die Autos heraus. We are on the backyard of this amusement park. And today is Thursday, March 9. Und heute haben wir Donnerstag, den 9. März. Das heißt, die Mitarbeiter des Parks können das kommende Wochenende vorbereiten. That means on a Thursday there is not very much traffic here in this entertainment park. And soon we enter it. Wir laufen jetzt hier noch außen herum, weil man von hier oben noch etwas mehr sieht. Also hier ist eine Rennstrecke, wo man am Wochenende mit den Go-Karts fahren kann. Hier, this is the racing area, where you can drive with Go-Karts at the weekend and have fun. Also da oben ist die Zuschauertribüne für diese Rennveranstaltung. But today, as I told you, there's no traffic here and it's much more easier to see this location without a lot of people. Ein paar Leute sind schon da. Der Parkplatz war nicht ganz leer. The parking place was not totally empty. Und das hier ist ein Steinbruch. This is a little canyon for
Wild West Stunts on the Hill. Da ist mitunter auch Action angesagt. Aber man soll dieses Gelände nicht betreten. You should not enter this area, no trespassing. But here we are now inside of this entertainment park. Hier sind wir nun drin und können dann ganz vorne auch viel besser die Tiere sehen. Here are a lot of animals, as you will discover quite soon. Das hier ist das Ende der Rennstrecke und hier beginnt der Bauernhof. This was the end of the racing area. And now we enter the farm with the animals. In a wild, wild west style. Vielleicht hören Sie es schon. Here is a wagon for the horses. Kann die Tiere hier füttern. Es gibt ein Geschäft, wo man das richtige Futter kaufen kann. You can feed the animals. And there's a shop right in front of us, where you can buy some animal food. And here's Nase. Saw a rabbit, but in former times there have been pigs, Mr. and Miss Piggy. Früher waren hier Schweine drin, wie man hier lesen kann. Mr. and Miss Piggy. Jetzt sind Hasen drin. Hier auf der rechten Seite kann man das Tierfutter kaufen. On the right side you can buy the animal food for these animals. The horse disappeared. Das Pferd ist scheu und hat sich gleich in Sicherheit gebracht. Also auch Fischfutter, there's also some food for the fishes. Und hier ist das Wasserrad. Hier ist a water mill.
hier ist schon der Ausgang. This is the end of this entertainment park called the Lochmühle, the mill in the hole. Hier sind wir also schon am Ende der Lochmühle angelangt mit den letzten Vögeln und mit einem letzten Blick auf das Hotel. Hier in this building there's a hotel. Da kann man also auch übernachten. Und mit diesem letzten Blick gehen wir in Richtung Parkplatz. Und dann wieder nach Hause. Das Wetter war heute sehr gut. Es hat nämlich die ganze Nacht hindurch geregnet. There was a big rain in the night, but in the morning the sun came out. And it was a warm and beautiful weather. Es war dann relativ warm, trocken und sonnig. Und je mehr es in den Nachmittag hineinging, desto weniger Wolken hat es gegeben. And now later in the afternoon you can see nearly no clouds in the sky. Und damit verabschiede ich mich hier an dieser Stelle aus der Lochmühle. I say goodbye at the gate to this amusement and entertainment park.